ging es euch um mein Geld? Ja. Hast du dir das ausgedacht? Moin, Gerd. Guten Morgen. Martin. Ja, Herr Köster. Kommst du mal rüber, ich hab was für euch. Ja, gleich. Herr Köster. Wie geht's dir? Danke. Amelung hat heute Nacht seine Frau angegriffen und schwer verletzt. Was? Sie wurde in die Söldner Klinik gebracht. Das sieht nicht sehr gut aus. Das ist ja furchtbar. Wann habt ihr das erfahren? Vor einer halben Stunde von der Haushälterin. Amelung hat einen schweren Schock. Er muss geglaubt haben, dass er seine Frau getötet hat. Saß die ganze Nacht neben ihr, bis dann eben gegen 7 Uhr früh diese Haushälterin kam. Da müssen wir uns gleich drum kümmern. Ja, dann ist diese andere Sache. Ich war heute Morgen in diesem Tennisclub in Pullach. Schaut euch das mal an. Seite 2, Nummer 34. Wann mein Vater an seinen Schreibtisch zurückkehren wird? Ob überhaupt noch mal... Das ist noch ganz ungewiss. Ich verlasse mich darauf, dass Sie hier in seinem Sinn weitermachen. Aber das wissen Sie, Frau Rösch. Wenn Sie Vollmachten brauchen... Das hat keine Eile. Vielleicht sollten wir noch ein paar Worte über die Stiftung sprechen. Sie wissen, wie sehr Ihr Vater... Das Projekt wird vorläufig zurückgestellt. Für den 15. war ein Gespräch mit den Herren der Gesellschaft für Herz- und Kreislauferkrankungen vereinbart. Ja. Teilen Sie den Herren mit, dass das Gespräch ausfällt? Dann können wir nur hoffen. Hoffen und harren. Wissen Sie etwas über den Zustand Ihrer Stiefmutter? Nein, darüber weiß ich nichts. Ja, bitte. Guten Tag. Sie haben eine Besprechung, hören wir? Wir sind gerade fertig. Ach, das ist ja schön. Dann stören wir ja nicht. Guten Tag. Ich bin in meinem Büro. Ja, wir sprechen nachher nochmal. Ja. Wiedersehen. 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 Haben Sie einen Augenblick Zeit für uns? Ja, natürlich. Sehr gern. Kann ich irgendetwas für Sie tun? Kennen Sie diesen Mann? Schauen Sie sich das Foto doch bitte genau an. Sie auch, Herr Rönisch. Er heißt Karl-Heinz Busse. Ich kenne ihn nicht. Ich kenne ihn auch nicht. Aber ich bin sicher, dass Sie ihn kennen. Dieser Herr Busse, nachdem polizeilich gefahndet wird, der war bis zum Juli dieses Jahres in einem Tennisclub in Pullach. Da hat er ausgeholfen. Sie spielen doch auch dort. Seit Jahren. Beide. Ich war bei dem Club und habe mir die Mitgliederliste geben lassen. Also, kennen Sie Herrn Busse oder kennen Sie nicht? Im Park einmal so lange. Das ist aber freundlich. Kriminalpolizei. Na und? Sehen Sie ruhig Ihren Pullover an, Herr Busse. Draußen ist kalt. Ist aber nett, dass Sie so besorgt sind um mich. Immer. Immer? Wenn Sie dann fertig sind, gehen wir. Was Sie da in dem Steinbruch gemacht haben, Herr Busse, das war Mordversuch. Da können Sie sich nicht rausreden. Aber warum haben Sie das gemacht? Sie kannten dann Amelung doch gar nicht.
haben es für jemand anders gemacht. Hat sie jemand angestiftet? Vielleicht dieser Mann? Oder diese Frau? Wir haben noch mehr Fotos. Kann ich nicht sagen. Na, das ist aber eine schwache Antwort, Herr Busse. Das ist aber eine schwache Antwort. Sie müssen doch wissen, mit wem Sie verhandelt haben. Und von wem Sie das Geld haben. Sie haben doch Geld dafür bekommen. Das schon. Aber ich habe niemanden gesehen. Ach nee. Jedenfalls nicht richtig. Wir haben uns zweimal getroffen. Jedes Mal bei Nacht. Ah ja, da war es dunkel, nicht? Jedes Mal hat er Hut und Sonnenbrille auf. Ah, der große Unbekannte. Es war also ein Mann. Offensichtlich. Warum hat der Mann sich gerade an Sie gewandt? Haben Sie dafür eine Erklärung? Weiß ich auch nicht. Eines Tages rief er bei mir an und fragte, ob ich Geld brauchte. Ja, und da jeder Geld braucht und Sie besonders, haben Sie sich mit ihm getroffen und da hat er Ihnen einen Vorschlag gemacht. 10.000. So leicht verdienen Sie Ihr Geld sonst nicht. 5.000 als Anzahlung, den Rest bei Vollzugsmeldung. Den genauen Termin bekommen Sie per Telefon. Danke. Nummer 6, bitte. Es wird wie ein Unfall aussehen. Das Pferd geht durch und der Mann stürzt den Hang runter. Zeugen werden Sie nicht haben. Danke. Nummer 7. Direkt hinter dem Reiterhof ist eine kleine Straße. Sie warten dort in Ihrem PKW. Ein Mann wird kommen in einem dunklen Sportwagen. Danke. Nummer 8, bitte. Gewöhnlich reitet er ein paar Runden in der Halle. Dann macht er einen längeren Ausritt. Danke. Bitte Licht. Nummer 7, bitte treten Sie vor. Die anderen Herren können gehen. Vielen Dank. Herr Busse, haben Sie diesen Herrn schon mal gesehen? Als ich auf dem Tennisplatz gearbeitet habe. Kann das sein? Herr Rönisch, haben Sie diesen Herrn schon mal gesehen? Ich möchte mit meinem Anwalt sprechen. Ihre Frau, gegen die so viele Verdachtsmomente sprachen, hat mit der Sache nichts zu tun. Und dieser Klaus Richard auch nicht. Der hat nie ein Foto von Ihrer Frau bekommen. Der ist auch nie mit ihr in dieser Ausstellung gewesen. Sie können jetzt zu Ihrer Frau, Herr Amelung. Danke sehr. Sagen Sie, wer wollte mich denn dann umbringen? Eigentlich Ihr Schwiegersohn. Er hat einen Mann beauftragt, Sie zu töten, um die Gründung dieser Stiftung zu verhindern. Wusste meine Tochter davon? Nein. Von dem Mordanschlag hat sie erst erfahren, nachdem er misslungen war. Und dann haben Sie die Sache in die Hand genommen. Ich wollte meinem Mann helfen. Ja, vor allem wollten Sie Ihrer Stiefmutter Schaden zufügen. Sie hat mir meinen Vater genommen. Seine Liebe. Alles. Auf dem Tennisplatz beobachteten Sie, wie sie von einem Mitspieler umworben wurde. Sie ermittelten die Lebensumstände dieses Herrn, des Herrn Richard, und veranlassten Herrn Busse, in seine Wohnung einzubrechen und das Foto Ihrer Stiefmutter auf den Schreibtisch zu stellen. Er ist Ihr Geliebter. Um den Verdacht gegen Sie noch zu verstärken, erzählten Sie uns, dass Sie sie vor 14 Tagen in einer Ausstellung mit Herrn Richard gesehen hätten. Sie ist eiskalt, falsch und berechnend. Vorgestern lockten Sie sie mit einem fingierten Telefongespräch ins Hotel Weinberg
Und gleichzeitig riefen sie die Zimmerwirtin von Herrn Busse an und bestellten Herrn Busse ebenfalls ins Hotel Weinberg. Das war sehr intelligent, aber doch sehr bösartig. Und ihr Mann hat ihnen dabei geholfen. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Man soll nicht hassen. Dabei kommt nur Zerstörung heraus. Sie sind vorläufig festgenommen.